Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Minecraft Fakten, die du wissen solltest. Noch heute gibt es mal wieder 5 Sachen von euch, die ihr mir zugeschickt habt. Das sind alles so Fakten, die man eigentlich in Minecraft wissen muss. Und ja, wenn ihr weitere Ideen dafür Minecraft Fakten, die man hier eigentlich wissen muss, eigentlich, ne, dann könnt ihr mir das gerne per PN hier zuschicken auf YouTube. Wenn der Fakt richtig ist und noch gut ist, na, da wird mir das Video eingeblendet mit Namen. Und ich würde mich sagen, um kurz rumzuquatschen, geht es auch schon direkt los mit der heutigen Episode. Die ersten 3 Fakten sind von Simulants Minecraft. Da schreibe als erstes: 2 Slabs ergeben einen Block. Zweitens: ein Husk gibt den Hungereffekt. Und drittens: Purpurblöcke kann man nur erhalten, wenn man im erweiterten End war. Und ja, diese 3 Fakten sind korrekt. Das heißt, wenn ich kurz mal das Slab platziere, hier den, nee, könnte mal hier, ups, auf J-Bar. Das heißt, wir haben, wenn wir so ein Slab haben, sieht halt so aus. Wenn wir nur eine Slab auf dieses Slab platzieren, dann fühlt sich das für den ganzen Block zusammen. Weil ich jetzt in den Game Mod 0 zum Beispiel gehe. So. Kann jetzt eine Eisenachse schnappen. Dann bekomme ich hier doch nur 2 Slabs raus. Was geändert oder was? Ich habe noch einen ganzen Block rausbekommen. Aber auf jeden Fall, wenn ich so einen normalen Block nehme, dann hier durchschauen, wir können jetzt 2 Slabs platzieren. 2 Slabs. Und dann, wie das ganz normal in meinem Block zusammen. Es ist kein Unterschied zu sehen. Sieht genau gleich aus. Und das heißt, wenn ihr keinen Block habt, dann könnt ihr auch mal 2 Slabs nehmen. Dann habt ihr auch auf jeden Fall so einen normalen Block. Dann der zweite Fakt. Dann kurz mal ein bisschen weiter weggehe hier. Hier auf das geht auch wirklich auch so, ne? Vielleicht kurz mal ein paar mehr Husks oder so, keine Ahnung. Game Mod 0. Möchte hingehen, ach dann. So, dann wenn mich jetzt haut, wird das manchmal passieren, dass er mich Hunger hinzufügt. Ich weiß nicht, ob das jeder macht. Das weiß ich gar nicht mal. Jetzt wollen wir mal ein paar. Ich krieg mal ein bisschen eine Resistance. Vielleicht Minecraft. Resistance 100, 100 oder so, keine Ahnung. Und, ich weiß nicht, manchmal kriegt er auf jeden Fall den Effekt. Das aber erst, habe ich ja auf dem Minikopf-Deck gehabt, Minikopf-Deck 2. Hab ich ziemlich auf den Hunger gehabt. Warum mache ich diese Haus jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Aber ja, wo ist nur für euch auf Hard oder so? Das kann auch sein. Genau, ach, okay, auf Hard. Oder normal, geht's auf Normal. Ah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auf Easy gibt er keinen Hunger. Aber auf Hard oder normal gibt da Hunger. Und mach ich mal kurz mal die Sphäre weg hier. Tschüss. Dann Game Mode 1. Noch ein Effekt. Cool. So. Ja, dritter Fakt. Wenn ich jetzt also so einen Pooper-Block habe, ne? Ich gehe in die Welt hier. So. Weil ich jetzt hin platzieren. So sieht er halt aus. Und den kann man wirklich nur bekommen, wenn man im erweiterten End war. Weil entweder bekommt man den durch diese Toruspflanzen, glaube ich, ne? Die muss man im erweiterten End abbauen. Das sind ja diese Pflanzen. Und, oder die andere Möglichkeit wäre noch, von diesen Schiffen abzubauen. Da sind auch diese, also die bestehen aus diesen Pupperblöcken. Also entweder aus den Pflanzen oder aus diesen Schiffen im End. Ah, die beiden Sachen sind nur im erweiterten End zu finden. Das heißt, um diese Blöcke zu bekommen, müsst ihr im erweiterten End gewesen sein. Weiter geht's. Und die letzten beiden Fakten sind von Creeper zum Enderman Schaf. Und dann schreibt als erstes: im Wasser fährt man mit einem Boot schneller als auf Land. Und zweitens, man steigt in einem Boot da aus, wo man hinguckt. Und auch diese beiden Fakten sind korrekt. Das heißt, wenn ich kurz so ein Boot habe, kann ich auf Land fahren, dann ist das so schnell. Langsam. Wenn ich nur mit ins Wasser gehe, folgendes: wir düsen nur richtig ab. Und richtig ab hier. Guck euch das an hier. Auf Land geht das Ganze so schnell. Nö. Auf Wasser halt. Ja, ziemlich schnell. Und die Boote sind natürlich auch dafür da, um im Wasser schnell zu fahren, ne? Sind ja gar keinen Sinn. Dann als letzter Fakt, wenn ich jetzt mal so ein Boot platziere, wenn ich dann da gucke, weil ich da aussteigen, okay, ich muss bis ans Land fahren. So, ein bisschen weiter hier, so duff. Wenn ich da schaue, steige ich nach da aus. Wenn ich jetzt nach da zum Beispiel schaue, steige ich da aus. Wenn ich nach da schaue, steige ich da aus. Und wenn ich nach hinten gucke, okay, das geht nicht.
Aber da will man natürlich auch nach hinten aussteigen, das geht halt gar nicht. Aber auf jeden Fall, ja, man checkt jetzt immer da aus, wo man hinguckt. Früher nicht so, ich glaube, das wurde mit 1.9 hinzugefügt. Davor wurde man einfach irgendwie da hingepackt. Also muss man da aussteigen, wo Minecraft wollte. Aber heutzutage steigt man halt aus, wo man hinguckt, und das ist eine ziemlich gute Änderung. Weil früher war es immer ziemlich nervig. Wenn es gewesen mit dieser Folge der Minecraft-Fakten, die du wissen solltest. Wenn es dir gefallen hat, dann lass eine positive Bewertung da. Abo nicht vergessen. Und tschüss.